Fast genauso leicht wie das Editieren von Texten ist das Hochladen von Bildern und das Verwenden von Bildern. Bei Bildern müsst ihr zuerst beachten, dass wir die Bildrechte an diesem Bild haben. Das bedeutet, der Fotograf muss euch erlaubt haben, und das am besten schriftlich, dass ihr diese Bilder fürs Internet nutzen sollt. Dann solltet ihr, schon bevor ihr in das System geht, diese Bilder in einem Bildbearbeitungssystem, das kann das freie GIMP sein, das kann Photoshop Element sein, das kann Corel Photo Paint sein, da gibt es die verschiedensten Varianten, auf eine sinnvolle Größe herunterrechnet. Das hat zwei Vorteile. Das erste ist, die Seite braucht kürzer zum Laden, wenn die Bilder nicht größer sind als notwendig. Und das zweite ist, die Bilder sind weniger attraktiv, um sie zu stehlen, denn wenn das Bild eine geringe Auflösung hat und nur für die Webseite taugt, dann wird es sich keiner klauen und für was anderes verwenden. Jetzt zeige ich euch, wie das mit den Bildern geht. Ich habe hier die Seite vom Vorstand und wir haben die so aufgebaut, dass wir ein Foto haben, Name, E-Mail-Adresse, Position und bei manchen sogar ein kleines Statement, warum sie da sind, wo sie da sind. Und wir sehen, der Werner Kugler hat noch kein Foto und das möchten wir jetzt ändern oder ich will es ändern. Dazu wieder den berühmten Bearbeiten-Button klicken. Dann habe ich hier eine Tabelle gebaut und ich gehe jetzt ganz runter in das Tabellenfenster, wo mir das Foto noch fehlt. Dort habe ich zwei X, die mache ich weg, denn die sollen weg sein, und packe das Foto rein. Und das geht ganz einfach, indem ich hier unten auf Bild gehe. Dann wird eine Maske geöffnet, wo ich alle vorhandenen Bilder schon sehe. Ich möchte eine Person haben, also gehe ich in mein Verzeichnis Personen. Die Verzeichnisse können bei euch anders aussehen und habe hier alle Personen, die ich schon hochgeladen habe. Jetzt habe ich den Werner noch nicht dabei. Dann muss ich die Datei hochladen, indem ich auf Datei auswählen gehe. Dann auf meinem Schreibtisch das Bild vom Werner öffne. Sag Hochladen starten. Und plötzlich habe ich ein Bild mehr drin, das ich dann auswählen kann und einfügen. Wenn das Bild jetzt nicht in der gewünschten Größe ist, ich habe es bereits in die richtige Größe gerechnet, bevor ich es hochgeladen habe, könntet ihr das Bild anklicken und dann auf das Bild-Icon hier oben klicken mit Verändern. Und hier könnt ihr jetzt eine Beschreibung, einen Titel eingeben, also Beschreibung wäre Foto von Werner Kugler. Ihr könntet sagen, welche Größe es haben soll. Ihr könnt es sogar verzerren, wenn ihr das Seitenverhältnis beibehalten nicht anklickt. Und ihr könnt sagen, dass um das Bild herum ein bestimmter vertikaler oder horizontaler, also senkrecht oder waagrecht, Abstand sein muss. Ihr könntet dem Bild auch einen Rahmen geben. Ihr könnt sagen, ob das Bild mit dem Text in der Zeile stehen soll, so wie es hier im Beispiel ist. Ob es oben stehen soll, dann fängt der Text an und dann kommt der Rest runter. Der Text mittig beginnen soll, unten beginnen soll, das eignet sich eigentlich nur dann, wenn ihr einzeilige Texte habt. Bei mehrzeiligen Texten sieht es irgendwie komisch aus, müsst ihr selber zugeben. Ich kann aber auch sagen, ich möchte das Ganze oben links vom Text haben oder rechts vom Text. Und gerade bei links vom Text bietet es sich dann an, einen horizontalen Abstand hinzuzunehmen. Dann seht ihr, der horizontale Abstand schiebt den Text hier ein bisschen weiter weg. Allerdings fügt ihr den Abstand sowohl links als auch rechts zu. Also ihr müsst damit leben, dass die Bilder dann nicht mehr linksbündig sind. Wenn ihr das vermeiden wollt, könnt ihr einfach im Bild einen weißen Rahmen hinzufügen, auf der Seite, auf der es sein soll, und das Bild mit weißem Rahmen hochladen. Ich gehe jetzt auf Aktualisieren und gehe auf Speichern und habe die Seite erfolgreich gespeichert. Das bedeutet, das Bild vom Werner ist jetzt auch online.